um die sogenannten Stichprobenkontrollen. Stichprobenkontrollen bedeutet, ja, dass man nicht immer einen Verdacht braucht, sondern es können auch ganz einfach Kriterien sein, die die Behörden festlegen und diese auch nicht preisgeben, um ermittlungstechnische und taktische Verfahren nicht offenzulegen. Ja? Man möchte diejenigen, die man im Auge und im Visier hat, ja, nicht aufwachen, und deswegen sind diese Kriterien geheim, damit die nicht wissen, wie diese Stichproben angelegt werden. Außerdem gilt Generalverdacht. So, und das rechtfertigt alles. Das rechtfertigt, dass Dr. Schäuble, ja, schon genug initiiert hat und der Weg schon geebnet ist. Ja, der Weg ist schon geebnet. Die Technik und die Technologie ist gerade dabei, sowieso diesen RFID-Chip oder wie der auch immer heißt, den schon zu entwickeln. Ja? Ja, die sind schon dabei zu proben. Es gibt schon bestimmte Personengruppen, an denen der ausprobiert wird. Ah, da muss ungefähr so und so viel Zentimeter subkutan unter der Haut. Ja? Da muss der platziert sein, dann hat man die optimale Übertragung. Ach, müssen wir noch ein bisschen optimieren. Der Mensch wird gar nicht gefragt, ob er das Ding will oder nicht. Die müssen das Ding erst einmal schön fertigstellen und dann geht's rund. Ja, genau wie mit dem Ausweis, wird auch keiner gefragt. Aber wenn die Menschen das nicht begreifen und sich immer ablenken lassen auf dieses kreierte Feindesbild und ihre ganze Hass auf dieses Feindesbild setzen, dann haben die ja gar keine Zeit, den Hass auf diejenigen zu setzen, die ihnen die Rechte aus der Hosentasche ziehen. Weil sie viel zu sehr beschäftigt sind mit dem Feindbild, das vor ihren Augen gestellt wird. Ein Feindbild ist ein Ablenkungsmanöver. Immer. Schon immer so gewesen. Man schafft von der Regierungsseite ein Feindbild, um seine Gesetze durchzusetzen. Im Dritten Reich waren die Juden nichts anderes als ein Feindbild, damit Hitler frei agieren konnte. Seine Ermächtigungsgesetze und alles, ja, seine Herrenrassen waren und all dieses durchzusetzen. Aber dafür muss man ein Feindbild stigmatisieren. Man muss einen haben, auf den man schießen kann. Ja, dann ist das Volk damit beschäftigt und dreht sozusagen den Machern, den Regierungskreisen den Rücken zu und sagt, die machen schon alles richtig, denn die gehen ja gegen unser Feindbild vor. Dabei geht die Regierung aber gar nicht gegen das Feindbild vor. Das wird nur medial so präsentiert. In Wirklichkeit geht es um jeden Einzelnen, der tatsächlich entrechtet wird. Systematisch. Und irgendwann, wie eine Fliege, ja, die in einem Glas steckt und versucht, die Glaswand wieder hochzukrabbeln, zu sagen, wo bin ich eigentlich, und immer wieder runterrutscht und im Trichter drin sitzt und sagt, ich bin ja komplett entrechtet worden. Ja, war nun mal erforderlich. Die Entwicklung hat das so hergegeben. Diese ständige Terrordrohung, die unser Land, ja, ausgesetzt war, erforderte es, dass wir entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, erforderte Abhörverfahren und erforderte den gläsernen Menschen. Denn das ist das Ziel. Der gläserne Mensch. Die neue Weltordnung. Ja, man muss sich doch nur die Rede von Bush anhören. Er sagt, sinngemäß und wörtlich, wir wollen nicht mal das Gesetz des Dschungels. Ja, was ist damit gemeint? Gesetz des Dschungels. Das ist ganz einfach. Das ist die abfällige Bemerkung eines George Bush gegenüber denjenigen, die religiös sind. Ja, gegenüber den Islam und gegenüber die Muslime. Das ist ganz klipp und klar. Deswegen richtet sich ja der Krieg gegen den Islam. Warum? Weil hier der Einfluss am größten ist, den Glauben zu Gott zu finden. Der am größten ist, sich derartigen Massenbeeinflussungen zu widersetzen. Denn letzten Endes, und das wollen natürlich die meisten überhaupt nicht wahrhaben, die denken immer noch in der einen Dimension. Es geht um Kontrolle, es geht um dieses, ja, vielleicht aus Sicherheitsgründen. Zeiten ändern sich und bestimmte Maßnahmen sind erforderlich. Im Gesamten gesehen dient das Ganze dem Bösen. Diese Menschen haben sich dem Bösen verschrieben. Sie sind in geheimen Zirkeln organisiert. Was ist denn Bilderberger und Co.? Ja, man versucht das immer so darzustellen. Ja, das ist ein Soros und wie sie alle heißen. Das sind Finanzsyndikate, die viel Geld haben. Die Leute verstehen nicht, dass das Satansanbeter sind. Das kapieren die nicht. Du kannst denen das vorhalten, die wollen es nicht glauben. Die sagen, ach, hör mir auf damit. Erst wenn man geheime Videoaufnahmen hat von irgendwelchen Kult und Riten, dann sagt man, ja, die sind wohl irgendwie gehirngewaschen. Die kapieren es einfach nicht. Die wollen es nicht begreifen. Die wollen einfach nicht begreifen, dass diese Menschen dem Satan folgen. Und zwar völlig. Ja? Im Heiligen Koran steht, wehe euch, ihr folgt dem Satan. Aber es gibt verschiedene Stufen, dem Satan zu folgen. Und sie haben die höchste Stufe erreicht. Das heißt, sie sind schon in der Ehrung. Sie dienen ihm in Kulten, in okkultistischen Sitzungen. Da wird gedient.
Das, was die Gläubigen im Gebet machen, machen die in ihren okkultistischen Sitzungen. Was meint ihr denn diese ganzen Atheisten? Das ist die Strömung. Es gibt diejenigen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Das ist die erste Stufe des satanischen Einflusses. Aber das sind ja die harmlosen Atheisten. Wir reden von denjenigen, die wie Satan dienen. Die unter einem okkultistischen, nicht mit rationalem, ja, menschlichem Verstand erklärbarem Einfluss stehen. Das ist ja das, was die nicht begreifen. Sie verstehen nicht, dass es einen Zirkel gibt, der uns regiert, die sich dem Satan verschrieben haben. Sie haben uns das immer in Filmen dargestellt, damit wir uns darüber lustig machen. Aber in diesen Filmen ist Wahrheit. Nur sie haben uns das da dargestellt, damit wir später gar nicht auf den Gedanken kommen, wenn die Aufklärer und Warner kommen und sagen, das hast du wohl aus den Hollywood-Filmen. Es gibt ein Syndikat, es gibt einen Zirkel, ja, einen geheimen Zirkel, der sich dem Satan verschrieben hat. Und das sind geheime Organisationen und geheime Kulte, ja, die eben all dieses machen, was Gott ausdrücklich verboten hat. Unter anderem hat Gott verboten, im Heiligen Koran, spioniert euch nicht gegenseitig nach. Das hat seinen Grund. Das hat seinen ganz klaren Grund. Aber sie lachen darüber und sagen, ach ja, UFO und Außerirdische und all sowas, ja. Der Warner, das ist ein Spinner, der gehört in die Irrenanstalt. Aber wenn es dann irgendwelche Insider-Informationen sind, dann spitzen sie ein bisschen die Ohren und denken, ach, was ist denn für ein Schwachsinn? Ja, hier die Symbole, Pyramiden und Auge, ja, mag ja sein. Ja, ach, das taucht irgendwo bei den Produkten auf. Na, wahrscheinlich ein Zufall. So viele geometrische Figuren gibt es ja auch nicht. Ne? Das grenzt sich irgendwo ein und dann ist es halt irgendwie nur ein Logo. Mehr ist es nicht. Ja, Leute kapieren das nicht. Sie kapieren nicht, was in den Offenbarungsschriften drin steht. Dass da ganz deutlich gewarnt wird, dass Satan angreifen wird. Dass der Teufel angreifen wird. Und dass die Menschen, die ihm folgen, dass sie ganz deutlich die Macht haben werden auf Erden. Sie werden Macht haben. Am Ende wird Gott siegen. Aber wir sind mittendrin und voll dabei und können uns nicht immer nur über das Ende Gedanken machen, weil unser Leben ist jetzt und wir sind verantwortlich für die Geschehnisse, die jetzt sind und nicht in der Zukunft, die wir nicht mehr erleben werden. Das heißt, Kampf Gut gegen Böse findet heute und jetzt statt. Und jetzt und heute findet der Satanismus statt. Und wir müssen uns dagegen wehren. Und deswegen stellen die sich gegen den Islam. Weil der Islam von Gott ist. Das ist die Medizin dagegen. Aber deswegen stellen sie sich dagegen weltweit. Deswegen, alle sagen, oh, der Islam ist die Religion, die am meist gehasste, aber auch die am meist verbreitete. Ja, warum denn wohl? Das ist Gottes Rettung. Das ist Boot der Rettung, wie meine Brüder im Islam von EZB hier auch ihren Kanal haben auf YouTube. Ja, genau so ist es. Rettet euch und stellt euch dagegen und seid auf der richtigen Seite. Denn es wird das Ende kommen und dann entscheidet sich, wo du bist, wo du stehst, in dem Moment, wo du stehst. Ja, entweder, wenn es dein persönlicher Tod ist, wo du stehst, oder wenn das Ende insgesamt kommt, wo du stehst. Deswegen komm auf die richtige Seite und kämpf gegen das Böse. Wie? Nicht mit Waffengewalt, indem du den Glauben praktizierst und weiter Menschen zum Glauben bringst, damit sie zum Guten kommen und vom Schlechten ablassen und damit wir das Schlechte isolieren und damit jeder den Finger darauf zeigt. Und damit jeder weiß, wir lassen uns nicht manipulieren. Aber wenn wir nicht aufpassen und uns nicht auf die göttliche Seite stellen, dann wird es Überhand nehmen. Und die Mehrheit wird dann regieren. Und dann kommen die Mikrochips. Und dann kommt die Unterdrückung. Und dann kommt der Barbarismus. Und dann kommt die Enteignung deiner Grundrechte im Leben. Dann bist du letzten Endes nichts anderes als ein Diener Satans. Und ein Diener Satans hat kein schönes Leben. Hat keine Freiheiten. Und dieses Syndikat will dieses erreichen. Die Unterdrückung der Menschheit. Denn das ist Satans Ziel. Sie von Gott wegzubringen und sie zu kontrollieren. Und dann wird was regieren? Das Böse. Und das sehen wir doch schon. 1,5 Millionen Tote in Irak und Afghanistan. Schaut euch Israel an. Kinder, wie sie abgeschlachtet werden. Was sagt das Böse? Nur die schießen auch Raketen auf uns und machen schön weiter. Massenmanipulation. Das Böse will sie als gut hinstellen, um dich ja zu erreichen. Denn wenn das Böse sein wahres Gesicht zeigt, ja, und keine Erklärung für das Böse hat, dann würdest du ja dagegen protestieren. Du hast es dir gefallen lassen, dass Schiffe angegriffen wurden mit Friedensaktivisten. Das hast du dir gefallen lassen, weil du gesagt hast, jo, das waren Terroristen an Bord. Terroristen mit Stühlen, ja, die hatten keine Maschinengewehre, um den Soldaten es heimzuzahlen. Die wurden abgeschlachtet, du hast es dir gefallen lassen. Du hast dir gefallen lassen, dass das Böse dafür sogar ein Lied komponiert hat. We Come the World. Und hast darüber gelacht. Und gesagt, Mann, sind die cool. Ja? Irgendwo cool.
Ja, und auf einmal war das bagatellisiert, dass Menschen auf einem Schiff auf internationalem Hoheitsgewässer von Piraten, die sich da staatliche Soldaten nennen, niedergemetzelt wurden. Das lässt du zu. Du siehst die Bilder auf YouTube von Palästina, wo Kinder abgeschlachtet werden. Du siehst Kinder mit Schusslöchern. Ja, und man sagt dir, das ist Pollywood. Ja, das lassen die sich da nur einfallen. Das ist alles nur Lüge. Ja, als wenn Palästina Millionen hätte, ja, für pyrotechnische Effekte, Luftangriffe, alles zu inszenieren. Nur Israel ist im Recht. Nur, ja, so ist es. Nur das Böse. Das Böse will sein Recht haben, dass du denkst, es ist das Gute. Und dementsprechend erlebst du, Israel sagt, wir haben keine Nuklearwaffen. Ja, dann gibt es aber Geheimdienste, Überläufer, die sagen, die haben geheime nukleare Waffen, und zwar ein Riesenarsenal. Und wenn der Iran noch nicht einmal eine Atombombe hat, stellt er die Gefahr dar. Aber wer bedroht die Region die ganze Zeit? Wer ist derjenige, der mit Kriegserklärungen ausspricht? Der Iran hat nicht eine einzige Kriegserklärung ausgesprochen. Ja, man versucht, eine Rede auszuschlachten, dass angeblich der Präsident von Iran gesagt hat, Israel gehört von der Landkarte weggelöscht. Das ist keine Kriegserklärung, der hat es so gar nicht gesagt. Das ist ja das Schlimme. Es wird ihm in den Mund gelegt. Er hat es so gar nicht gesagt. Aber weil sie nichts haben, hören wir immer nur diese eine Rede. Weil sonst haben sie nichts. Weil wenn er so schlimm wäre, wenn der Präsident von Iran wirklich der neue Hitler wäre, ja, wo sind denn seine Hasstiraden und Reden? Hört euch doch mal seine Reden an. Hört euch doch mal an, was dieser Mann zu sagen hat. Ich kann doch nicht sagen, der ist schlecht. Stigmatisieren, der ist schlecht. Warum? Ja, weil uns die Kamera gezeigt hat, dass irgendwelche zwei Homosexuelle aufgehangen wurden im Iran. Ja, das ist natürlich nicht gestellt. Das ist die Wahrheit. Ja, und das ist das Schlimme und das Böse. Der Iran hat nicht eine einzige Kriegserklärung ausgesprochen. In sämtlichen Reden, ja, kommt es nicht dazu, dass man wirklich mal zu einem Dialog kommt. 9-11 wird hinterfragt und hinterfragt und hinterfragt. Die einzige Antwort, die man hat, die Leute stehen auf. Wir sitzen in einer Konferenz. Wenn die doch wirklich die Indizien haben und wenn die sagen, nee, das war ein Terrorakt, warum stehen die auf und gehen? Warum kommt denn nicht einfach mal eine Vorführung, eine Riesenleinwand? So, passt mal auf, jetzt reicht es uns. Diese Vorwürfe werden wir jetzt euch mal hier kaputt zerstören. Hier, da haben wir das Pentagon, hier ist die Kamera, seht ihr, wie das Flugzeug reinfliegt? Ihr sagt, das wäre kein Flugzeug. Hier haben wir es doch, ja? Ihr sagt, das wäre gestellt, von wegen dem und jenem. Dann würden die doch nur Indizien rausrücken, ohne Ende, um sich zu verteidigen. Stattdessen, das Einzige, was wir hören, ist ein George Bush oder ein Obama, ja? Glaubt nicht den Verschwörungsfanatikern. Ja, sehr überzeugend. Euer Ehren, würden Sie mal Ihre Beweise vorlegen? Stattdessen hören wir, dass Zeugen einer nach dem anderen sich das Leben nehmen auf einmal. Obwohl sie zuvor befragt werden, haben sie vor, sich das Leben zu nehmen? Weil sie belastendes Material haben und schon vorher Zeugen gestorben sind? Wollten die Journalisten damit festmachen? Hallo, hier ist jemand, der will sich nicht das Leben nehmen. Hat aber belastendes Material. Die Dreistigkeit siegt. CNN Breaking News, diese Frau ist gestorben, hat Selbstmord begangen, hat sich aufgehangen. Obwohl sie zuvor sagt, das hat sie nicht vor, und obwohl sie sehr belastendes Material hat und sagt, sie will das vor Gericht aussagen, kommt sie nicht dazu, das vor Gericht auszusagen. Hallo, erkennen wir keine Parallele? Auf der einen Seite stehen sie auf und gehen und lassen nicht mit sich reden, und auf der anderen Seite sterben Zeugen wie die Fliegen weg. Wenn das also Zufall sein soll, bitte. So kommen wir also nicht zur Wahrheit. Derjenige, der schweigt und abhaut, hat verdammt viel zu verstecken. Es wird Zeit, die Leute zu stellen und zu sagen, jetzt bringt doch mal eure Indizien. Warum versteckt ihr sie denn, wenn alles so eindeutig ist? Warum sagt ihr immer nur Verschwörungstheoretiker? Dann widerlegt doch mal die Verschwörungstheoretiker. Haut doch endlich mal eure ganzen Sachen raus. Erklärt uns doch mal, wie ein Papierpassport das Feuer überlebt hat und die ganzen Blackboxen der Flugzeuge es nicht überlebt haben. Keine Erklärung. Ja, das Einzige, was man uns sagt, so ist es und fertig. Man will uns für Narren verkaufen. Das heißt, man hat eine Inszenierung gemacht. Und die ganze Welt weiß das. Aber was ist das Resultat, dass 1,5 Millionen Menschen nicht wiederbelebt werden können? Dass die Missgeburten im Irak vor unser aller Augen entstehen. Das Böse und seine Frucht. Und wir haben es nicht verhindert und tragen Mitschuld. Und wir werden dafür zur Rechenschaft gezogen. Niemand anders. Weil wir sind jetzt und dabei. Und wenn wir eine Stimme haben, warum erheben wir die nicht? Für was erheben wir die? Oh, grüne Pest, oh, Islam, wie böse, wie dieses. Wer hat 1,5 Millionen Menschen abgeschlachtet? Wer? Und wenn man sagen würde, was ich total nicht glaube, total nicht mehr glauben, weil es gar nicht mehr geht, weil es mit der Ratio nicht zu erklären ist und alle Indizien dagegen sprechen, dass es ein Terrorakt war, sondern dass es ganz eindeutig ein Inside-Job war. Aber wenn, da sind leider 3000 Menschen ums Leben gekommen. Was steht in der Bibel? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hätten sie 3000 Menschen in Antwort dagegen getötet, von denen, wo sie meinten, dass sie es waren, dann hätten wir eine Gerechtigkeit. Aber 3000 gegen 1,5 Millionen
pardon, sorry, ist nicht gerecht. Und wenn man das nicht sieht und begreift, dann hat man auch keine Chance zu